Willkommen. Live auf Twitch, ich zeichne euch für YouTube. Schön, dass ihr da seid und unseren Griechen guten Tag sagt. Nein, wir haben wenig Truppen, meint Ramses. Das ist uncool. Wir haben 570 Militärstärke und Ramses hat geringfügig mehr Angeber. Wir sollten trotzdem ein bisschen aufrüsten vielleicht. Sondersitzung des Weltkongresses. Worum geht es? Wir können nicht teilnehmen. Das geht wahrscheinlich um das Verdammen eines unserer Allianzpartner. Deshalb können wir da nicht mitmachen. Ein religiöser Notfall. Die Schreie der Frommen schallen bis zum Himmel und hier auf Erden erwacht unser gerechter Zorn. Nein, Friedrich Barbarossa ist Ziel des Wettbewerbs. Und wir sind irgendwie nicht betroffen, weil... keine Ahnung. Die Kinder des Atomzeitalters, glaube ich, wurden in ihrem Vermögen zu lieben geschwächt. Es ist schwer zu lieben, wenn man sich auf den Einschlag vorbereitet. Dann, Atomspionage. Wissenschaftsstiftung, viele mehr große Wissenschaftlerpunkte, da würden wir extrem viele bekommen. Die großen Ingenieurspunkte helfen wir kaum, wir haben glaube ich nur ein Industriegebet. Aber die großen Wissenschaftler würden viele bekommen, das ist die Frage, ob wir die brauchen. Nicht unbedingt. Wir haben schon, wir wollen ja auf Kultursieg gehen und wir liegen, haben jetzt schon sehr viele Wissenschaftspunkte. Wir können, das würde ich durchlaufen lassen. Nach dem Atomprogramm weiter Richtung Kulturerbe. Wir wollen unbedingt die Schiffswracks aufdecken und vor allem diese Karte bekommen. Eine ganz, ganz tolle Wirtschaftskarte, mit der wir mehr Tourismus generieren. So, wir wollten nur ein paar weitere Pins setzen für Seebäder. Zur Erinnerung, das geht auf Geländefeldern, die an der Küste liegen, die minimum atemberaubend sind. Das ist die Anziehungskraftslinse und die sind Vulkanerde, Ebene, Grasland oder Wüste. Hier vorne wollten wir eins hinsetzen. Und hier geht's nirgendwo. Nee, das ist alles vierter Ring. Man kann auch im dritter Ring, man kann auch im vierten Ring oder im fünften Seebäder bauen. Man kann diese Geländefelder allerdings nicht dazu kaufen. Das hier ging. Das könnten wir machen. Das wäre ein Seebad hier. Das wäre eine Möglichkeit. Das sind alles Hügel. Das ist uns versperrt. Das wird alles nicht gehen. Das kriegen wir alles nicht vernünftig hin. Hier vorne am Rand, das ist auch eine Ebene. Sehr cool. Es kann auch sein, dass wir nachdem der Eiffelturm gebaut worden ist, noch weitere Felder entdecken. Aber das sind die, die wir gerade haben. Und das sind unglaublich viele. Und das hier vorne kann auch eins werden. Das ist bezaubernd, falls wir hier einen Wald hinsetzen. Dann geht das. Dann ist das möglich. Ich setze mal drei Fragezeichen, damit man das besser sehen kann. Ja. So, und hier vorne hatten wir gesagt, der Wald hier sorgt für plus eine Anziehungskraft nebenan, pusht das hier. Wir machen jetzt erstmal das Sägewerk hier vorne. Bibliothek. Ja, bleibt dabei. Uni geht schön schnell. Wir rasen voran, auch in der naturwissenschaftlichen Forschung. Kornspeicher, mehr Wohnraum hier vorne. Seehafen wäre der nächste Schritt. Akropolis ist schon ausgebaut. Wir brauchen noch ein weiteres Kunstmuseum. Wir könnten uns sogar überlegen, noch ein archäologisches Museum zu bauen. Weil wir haben vier. Wenn wir viele, falls wir viele Schiffswracks entdecken, können wir das füllen. Wir könnten vier Runden lang das archäologische Museum anbauen. Und falls wir merken, das war eine Schnapsidee, umsteigen auf Kunstmuseum. Oder wir kaufen einfach das fertige Museum in vier Runden. Das Geld ist da und bauen jetzt einen Seehafen. Ich würde es so rum machen. Ja? Unterhaltungskomplexe und Co. haben wir eh genug. Da müssen wir uns hier nicht drum kümmern. Wir wollten schauen, ob wir noch ein paar billige Weltwunder bauen können. Hatten uns letztes Mal überlegt, das wäre Mausoleum von Halikarnassos. Gibt auch ein bisschen was. Wäre nur 9 Runden gebaut. Das wäre extrem fix. Könnten auch nur noch mehr Gunst
bekommt euch das Diplomatenviertel, würden allerdings gute Felder kaputt machen. Na, ungern. Die Produktion brauchen wir eigentlich. Wir machen mal mit dem... Ich würde es den Seehafen gerne hier bauen. Alternative wäre, wenn wir sagen würden, wir bauen den nicht komplett aus, wegen ein bisschen Nahrung und vor allem etwas mehr Gold und gehen ins Theaterplatz-Festival stattdessen rein, weil uns das noch mehr große Künstlerpunkte bringt. Hilfsanforderungen sind auf dem vierten Platz. Und Goldgeschenke rüberschicken, da möchte ich nicht mit wetteifern. Feldmaus, vielen Dank fürs 23. Abo an die Feldmaus. Schönen Gruß von dich an alle Mitväter, weil heute Vatertag ist. Grüße zurück. Von den Papas an dich. Mal gucken gehen, was hier unten ist. Wollten wir ein Seebad machen, das heißt, wir reißen in drei Runden, kann man die bauen. War das hier vorne in drei Runden? Nee, ich verwechsel das, glaube ich, mit irgendwas anderes, oder? Da unten sind die Seebäder. Ja, wir machen schon mal weg. Den Wald. Das ist sonst zu umständlich hier. Oh Gott, was hatten wir? Wir wollten checken. Die Handelsrouten schicken wir ins Ausland, um mehr Tourismus zu generieren. Wir schauen mal, schaut mal bitte mit, ob wir mit allen bekannten Zivilisationen einen Handelsweg haben. Der gibt einen Multiplikator von 25% auf unsere Tourismuserträge. Wir haben bereits rüber zu den Ägyptern, zu den Römern, zu den Georgiern, zu den Phöniziern, die Ungarn, Georgier, Phönizier. Es fehlen noch die Deutschen und die Spanier fehlen. Die bleiben auch von hier aus weiterhin ungewiss. Wir müssen abwarten. Spanier fehlen tatsächlich. Das überrascht mich gerade massiv. Philipp ist nicht dabei. Lass uns mal zu einer Küstenstadt gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann reicht. Lass uns mal nach Mukene gehen. Babylon fehlt auch noch, meinte Northbowman. Echt? Da sollten wir noch ein paar... Können wir noch mehr Händler einstellen? Nee, wir haben... Das ist das Limit unserer Handelsrouten. Wir sollten schauen, dass wir noch eine Hand... Also wir können nicht mehr als eine Handelsroute pro Stadt freischalten. Und wir haben 8 Städte. Und wir haben bereits 8 Handelsrouten. Mehr ist nicht drin, Leute. Waldpflanzen. Ein Sägewerk hier vorne bitte noch hin. Hier vorne können wir den Bauernhof schon mal wegmachen. Ich würde ihn hier parken. Wir lassen den hier drauf stehen. Ist der Bauernhof für uns wichtig? Ja, der bringt ein Minimum an Wohnraum. Ein Aquädukt wäre keine doofe Idee hier. Na? Wir können das Aquädukt schon mal platzieren. Hier vorne. Wir haben nämlich keinen... Können wir schon mal machen. Sollen wir das hier schon mal hinsetzen? Weil das Feld wird sonst zu nichts gescheit genutzt und die Stadt wächst nicht weiter. Es sei denn, wir wissen gar nicht, wo unsere Bürger arbeiten sollen. Ja, wir haben insgesamt wenig Platz hier. Ich würde es trotzdem machen hier. Wir platzieren schon mal das Aquädukt hier hin. Kann sein, dass der Seebad geht, aber man muss sich ja entscheiden. Aquädukt geht auch. Wenn ich da das gesagt hätte, da kommt Seebad hin, auf Bohnen hätte wahrscheinlich einen Chat reingeschrieben, dann geht Aquädukt hin, oder? Im Ernst. Ganz ehrlich. Meinst, hättest du doch gemacht, oder? Hand aufs Herz. Bitte nur ehrliche Antworten hier. Das hilft im Augenblick gar nicht weiter. Ich setze mal eine Runde aus mit dem.
Dann, was ist hier das Nächste? Wissen wir noch nicht wirklich. Können wir im Augenblick gar nichts machen. Wir können da oben einziehen. Dann suchen wir noch weitere Felder. Boah, hier ist echt verdammt viel los. Jedes Mal gibt es etwas Groll. Mittelalter. Wir haben im Mittelalter im Augenblick, ja, wir haben Ramses doppelt, wir haben Ramses hätten wir dann doppelte Barbaren auch. Da wir hier viel Barbaren finden wir überall. Ich nehme einmal Ramses, ich pokere mal. Ein Siegelring und jetzt können wir puzzeln. Jetzt sollten wir eigentlich ein weiteres Motto machen können. Und zwar haben wir hier links. Archäologisches Museum, einmal Mittelalter Ramses, einmal Mittelalter Barbaren und irgendwo haben wir einmal Mittelalter Genf. Das können wir hiermit austauschen, das müssen wir nur suchen gehen. Irgendwo ist einmal Mittelalter Genf noch. Hier, Siegelring, Mittelalter Artefakt erschaffen Genf, auch Siegelring, Moment. Mittelalter Genf, Mittelalter Ramses, tatsächlich, das ist ja mehr als komisch. Leute, schaut euch das mal an. Die sehen identisch aus, sind sie aber nicht. Wir haben hier vorne einen Siegelring aus dem Mittelalter von Ramses. Hier vorne haben wir einen aus Genf, den tauschen wir. Dann haben wir hier ein Motto und verdoppeln in Athen unsere Tourismus- und Kulturerträge. Zack, Motto hier vorne, sehr schön. Dann... schauen, ob wir hier noch mehr spannende Dinge aufdecken. Wir haben einen Handelsposten erstellt in Kumustadt. Ja, das hilft uns nur so halb weiter hier. Eine Runde weiter. Oh, wie das in dir meint, das könnte ein Paarring gewesen sein. Ein Ehepaar- oder Partnerring. Ramses hatte vielleicht mal im Mittelalter, er lebt ja schon seit Jahrtausenden unter uns, eine Geliebte in Genf. Das könnte gewesen sein. Oder ein Geliebter. Man weiß nicht, die Ägypter. Obwohl die Ägypter stehen, glaube ich, eher auf Geschwister. Es ist halt so. Ich sag, wie es ist. Viele ägyptische Pharaonen haben Brüder und Schwestern. Wenn nicht geliebt, aber dann doch zumindest mit ihnen. Ach komm, Themenwechsel. Bevor es unerbittlich wird hier. Irgendwas muss ja eine Zivilisation zugrunde gehen. Hier bauen wir demnächst noch was anderes hin. Und eine Runde weiter. Wir bekommen einmal ein Literaturwerk für ein... Ach, das ist zwei Tourismus, das ist nix. Das ist mir zu doof, lehne ich erstmal ab. Meistens sind die viel zu teuer. Wir haben 777 Gunst. Ein Schnaps darauf. Jetzt 794, kein Schnaps mehr drauf. Eine Inspiration, Profisport. Irren ist menschlich. Aber wenn man etwas so richtig falsch machen will, braucht man einen Computer. Ab jetzt, passiver Bonus, 25% mehr Tourismus in unserem gesamten Reich und die Möglichkeit, Hochwassersperren zu bauen, um uns zu schützen vor einer Überschwemmung. Die kommt frühestens, Stand jetzt, in 216 Runden. Wir leisten kaum einen Beitrag an Kohlendioxid, insgesamt noch sehr wenig. Trotzdem könnten wir schon mal potenziell welche einstellen. Und jetzt geht es Richtung Alu und Seebäder hier lang. In 7 Runden sind wir wahrscheinlich da. Ein krasser Tourismussprung, wir haben im Augenblick 213 Tourismus Runde für Runde. Wie das mit dir, lieber David, kannst du bitte nochmal die... Kanalwette, das Ergebnis reinposten. Ihr seid ja am Tippen hier. Dann, und da ist das Forschungslabor, sehr schön. Es kann sein, dass wir nachher sogar nochmal Handwerker brauchen.
Weil wir so viele Seebäder überall bauen wollen. Das kann tatsächlich passieren. Also ich könnte mir, ich will nicht aus... Es könnte durchaus sein. Hier allerdings nicht. Nee. Noch einmal Sägewerk, dass wir nachher noch mal eine Ladung Seebäder für alle investieren. Noch mal eine Ladung Handwerker für alle heraushauen. Dann Forschungslabor. Weitere Bezirke haben wir nicht freigeschaltet, nicht eingezeichnet. Mausoleum von Halikarnassos ging nur hier auf dem Tourismusgeschichte und würde Wissenschaft, Glauben und Kultur auf allen Küstegeländenfeldern dieser Stadt erzeugen. Das wären nicht sehr viele, man wird allerdings auch Tourismus erzeugen über Zeit. Wir haben an Attraktivitätspunkten hier vorne 5, also auch so gibt es gleich schon 5 Tourismus pro Runde. Bringt uns eigentlich wenig, würde ich knicken, würde ich nicht machen. Seehafen bauen. Noch mehr Gold und so weiter machen hier. Ja? Wasserparks und haben wir schon woanders geplant. Hier vorne soll gleich ein Wasserpark hin. Den sollten wir hier eigentlich bauen. Theaterplatz Festival nehmen wir nicht, weil das ist doch das Icon für einen Wasserpark. Ja, den sollten wir jetzt eigentlich schon einzeichnen hier. Das machen wir jetzt hier. Einmal einen Wasserpark bauen. Geht auch schön fix. Den hatten wir eben übersehen, den Pin hier. Das Parlamentsgebäude, DST, das hilft beim Thema Gunst. Ist jetzt für uns gerade nicht so super essentiell irgendwie. Wasserpark entsteht. Und wenn der Wasserpark fertig ist, gucken wir, was wir hier kaufen. Ob archäologisches oder Kunstmuseum. Unterhaltungskomplex, Arena. Wir hatten ja ein Problem. Ein kleines Problem mit Zufriedenheit. Wir wollen, dass die Leute begeistert sind. Ja, wir haben das Glück mittlerweile drin. Forschungslabor. Sollen wir mal einen Handwerker auf Vorrat einstellen und ihr müsst mich aber mit dran erinnern, wenn in 3 Runden das abläuft, die Forschung Kulturerbe, dass wir dann mal überprüfen, ob wir den wirklich jetzt haben wollen oder später. Dass ich ihn mal mit und für euch anbaue. Weil im Augenblick sehe ich nicht so wirklich, was wir stattdessen machen müssen hier unbedingt. Ja, ich würde ihn mal anbauen hier. Bitte mit dran denken. Hier vorne wollten wir einen Wald pflanzen. Ein Sägewerk bitte. Also wenn das Kulturerbe kommt in 3 Runden, nehmen wir wahrscheinlich eher die andere Politikkarte rein, die uns da extrem hilft. Diese Karte hier, die unseren Tourismus boostet. Das heißt, wir sollten eigentlich die Handwerker vorher gegen ein bisschen Gold mal haben. Oder mal kurzzeitig irgendwas anderes kurz erforschen und dann sollten wir die in einer Runde gesammelt durchziehen. Dass wir alle Handwerker auf eine Runde irgendwo einstellen. Dann lass uns hier auch mal nochmal einen Handwerker. Wir müssen gemeinsam das timen. Dass wir irgendwo mal einen Handwerker komplett einmal haben dann. Wir müssen jede Runde die Handwerker einmal kontrollieren und ihn in einer oder 2 Runden dann einmal gesammelt dran haben. Hier entsteht gleich der Archäologe. Jetzt ziehen wir noch durch. Eiffelturm danach hier vorne hin. Wir können ihn schon mal setzen. Das ist der Händler und wir suchen einen Händler nach Spanien zum Beispiel von hier.
Klappt nicht. Also wir brauchen noch Spanien, wir brauchen noch Deutschland und wir brauchen noch Babylon, ne? Und wir sollten vorzugsweise, das sind die, zu denen wir noch keine Handelsrouten haben. Deutschland, Spanien und Babylon. Und am klügsten wäre es, die letzte Handelsroute irgendwo hinzuschicken, wäre ein dicker Herausforderer. Für uns ist beim Thema Kultursieg, und das sind potenziell die Spanier. Die kommen hier noch nicht hin. Es kann sein, dass wir nachher irgendwo einen Handelsposten haben werden. Wahrscheinlich auf einem, einer geht Richtung Rom, einer geht Richtung Lugdunum. Er wird aber nicht sauber angezeigt, wie weit er ist, ne? Aber wenn er durch ist, können wir dann diesen Händler benutzen, wahrscheinlich, um von dort aus weiterzukommen zu den Spaniern. Das heißt, wir können ihn eigentlich einsetzen, wie wir wollen. Ich bekomme von hier vorne einen zu den Babyloniern. Von Troja aus. Ich glaub's nicht, aber wir checken's mal. Lass uns mal schauen, ob wir von Troja aus zu den Babyloniern kommen. Sind die Stadtstaaten? Sind die Ungarn als Ziele? Hammurabi, Troja nach Karka und Bulgyros nach Karka. Wunderbar. Dann gehen wir einmal nach Troja. Dann müssen wir nämlich eventuell weniger über Land gehen. Einmal Richtung Troja bitte. Top. Gut, dass wir geguckt haben. Wir machen hier vorne ein Nickerchen. Dann können wir uns jederzeit verbessern oder in der Stadt verbessern. Einmal Küste lang fahren, einmal ein bisschen Reichweite haben. Wowei, vielen Dank, alles gut. Danke, dass du fragst. Und wieder eine Runde weiter. Und müssen wir ab jetzt jedes Mal machen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Immer gucken gehen, ob wir kurz davor sind, irgendwo einen Handwerker durchzuziehen. Diesmal noch nicht. Die haben wir gerade erst eingestellt. Und die timen wir dann irgendwann gesammelt mal. Sven schreibt im Chat: Guten Abend, ihr Bullis. Liebe Bullis, begrüßt bitte mal Sven unter alle anderen. Wer mag sich im Chat outen? Ich bin ein Bulli. Also ich bin einer. Liebe Grüße an andere Bullis. Hochwassersperren boosten. Ja, also die große Frage ist, ob es überhaupt auf der Szenarienkarte, auf die wir spielen, Geländefelder gibt, die überschwemmt werden können. Kann sein, dass es gar nicht nötig ist. Müssen wir gleich mal überprüfen. Im Chat hat da einer schon gepostet, die gelbe ist hier nicht. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich habe die schon ein paar Mal gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Udo meinte das, nein. Crazy Cat Lady ist eine Bulli und hatte einen Bulli. Was? Ein VW-Bulli? Echt? Lass uns mal schauen. Das ist so schwer zu entdecken hier. Wir können danach, also wenn dann, dann sieht man das nur in dieser Linse, in der Siedlerlinse an einem Überschwemmungssymbol. Am ehesten halt irgendwo an der Küste. Aber die Karte ist sehr alt. Und die alten Karten, die es zum Release gab oder kurz danach, die sind noch nicht angepasst an das Feature, dass es Überschwemmung gibt im Spiel. Das kam halt mit Gathering Storm. Ich glaube auch, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass es bei den Hochwassersperren, dass wir die nicht machen müssen. Ich bin mir nicht sicher. Insofern hat man das gerade, die Forschung gerade vergebens gemacht. Seebad.
sollte noch irgendwo Seebäder bauen in zwei Runden oder Wald pflanzen. Da können wir im Augenblick gar nichts mehr machen. Wir können schon mal zu den Seebad-Pins rübergehen oder Sägewerke bauen. Seebad-Pins sind hier allerdings sehr wenige. Da oben sind ein paar. Und hier geht's jetzt rüber zu den Babyloniern, nach Karka. 12 Gold, eine Produktion und ein paar andere schöne Geschichten. Nochmal einen kleinen Bonus auf unsere Tourismuserträge rüber Richtung Babylon. An die Küste langfahren. Bisschen Sicht. Und eine Runde weiter. Ihr wisst, was jetzt kommt. Bei jedem Rundenwechsel einmal kurz checken, ob irgendwo ein Handwerker kurz vor Beendigung ist. Dann würden wir den wieder rausnehmen. Ist aber im Augenblick nicht der Fall. Und wieder eine Runde weiter, bitte.